Entschuldigen Sie, wenn ich einfach hier so reinplatze. Der alte Mann vorne an der Pforte sagte, ich solle einfach durch diese Tür gehen. Ja, der Pförtner ist leider taub. Kriegsversehrt. Was möchten Sie bitte? Ich möchte bitte den Chefarzt dieser Anstalt sprechen. Der ist nicht da. Und kommt er heute noch wieder? Ich glaube eher nicht. Und wo ist er, wenn ich fragen darf? Nein, dürfen Sie nicht. Ich glaube, ich habe versäumt, mich vorzustellen. Lieutenant Miller von der US Army. Sie sind Amerikaner? Richtig. Dafür sprechen Sie aber sehr gut Deutsch. Ich bin geboren in Deutschland. Bei der Machtergreifung sind wir aber geflohen. Und jetzt sind Sie wieder hier. Als Sieger. Hätten Sie denn nun auch die Güte, einige meiner Fragen zu beantworten, Schwester? Natürlich. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte wissen, wo der Anstaltsleiter ist und ob er heute noch mal wiederzukehren gedenkt. Ich fürchte, Sie kommen zu spät. Den haben letzte Woche die Russen geholt. Die Russen? Weshalb das denn? Zu viele seiner Patienten starben an der Bernburger Krankheit. An der was? Der Doktor hat fleißig gespritzt. Giftspritzen. Der Doktor? Das ist ja furchtbar. Im Ersten Weltkrieg sind Sie verhungert. Ich kann nicht sagen, was schlimmer ist. Was? Was wollen Sie denn vom Doktor? Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ich bin auf der Suche nach zwei möglicherweise hier im Haus befindlichen Patienten. Käthe Bruck und Herbert Selpin. Was wollen Sie von denen? Sind Sie hier vor Ort? Kann ich mit Ihnen sprechen? Muss ich mir Sorgen machen? Keineswegs, nein. Ich kann sogar sein, dass die beiden heute noch freigelassen werden. Wir haben Grund zu der Annahme, dass die beiden sich nur aufgrund der Nazis hier befinden und nicht, weil sie verrückt sind. Ist das nicht egal? Was? Bitte setzen Sie sich. Die beiden sind hier, ich werde sie gleich holen. Darf ich vorstellen? Herr Selpin. Herr Selpin? Und Leutnant Miller. Ich bin ein großer Fan von Ihnen. Es freut mich ungemein, Sie kennenzulernen. Dann lasse ich Sie beiden alleine. Bitte, Schwester. Wenn Sie etwas brauchen, dann rufen Sie einfach. Setzen Sie sich. Sie sind also ein Fan von mir. Ich habe viele Ihrer Filme gesehen. Großartige Arbeit. Ich habe mich hier drinnen oft gefragt, ob sich überhaupt noch jemand an meine Filme erinnern würde. Jetzt, wo der Krieg vorbei ist. Aber dass es ausgerechnet ein amerikanischer Soldat sein würde. Woher kennen Sie überhaupt meine Filme? Naja, die liefen ja auch im amerikanischen Kino, nicht wahr? Ein Traum vom Rhein. Ich habe mich als 18 ausgegeben damals, um ihn sehen zu können. Fantastisch. Und jetzt wollen Sie ein Autogramm von mir? Keineswegs, nein. Später gerne vielleicht, aber zunächst hätte ich einige Fragen an Sie. Fragen? Sie sind vom amerikanischen Pressekorps und möchten ein Interview mit mir führen. Ich arbeite für die SSU. SSU? Strategic Service Unit? Sollte mir das was sagen? Vielleicht nicht, wir arbeiten eher im Stillen. Geheimpolizei? Habe ich was zu befürchten? Keineswegs, Herr Selpin. Ich bin lediglich hier, um ein paar Fragen zu stellen. Ich möchte Ihnen helfen. Ach, tatsächlich? Tatsächlich, ja. Ich habe laut meiner Unterlagen Grund zu der Annahme, dass Sie irrtümlicherweise hier festgehalten werden, dass Sie also gar nicht verrückt sind? Irrtümlich würde ich es nicht nennen, aber ich gebe Ihnen recht, dass ich nicht verrückt bin. Und warum werden Sie dann dennoch hier festgehalten? Das frage ich mich auch. Jetzt, wo der Krieg vorbei ist. Ich glaube, der Chefarzt hat Angst, dass ich zu viel über seine Giftspritzerei weiß. Herr Seppel, schildern Sie doch bitte einmal, was zu Ihrer Einweisung in diese Anstalt geführt hat. Warum sind Sie hier? Warum wohl? Wegen der Nazis. Die Nazis haben Sie einweisen lassen? Nein, nicht die Nazis haben mich einweisen lassen. Einweisen lassen haben mich gute Freunde von mir. Erklären Sie das bitte. Naja, die Gestapo wollte mich verhaften. Und dann habe ich mich hier einweisen lassen, um mich vor den Nazis zu schützen. Warum wollte die Gestapo Sie umbringen lassen? Sie haben doch schließlich Filme für die Nazis gedreht.
recht erfolgreich, soweit ich informiert bin. Ich habe nicht Filme für die Nazis gedreht. Ich habe Filme mit dem Geld der Nazis gedreht. Das ist ein Unterschied. Herr Seppin, Ihr Werk in allen Ehren, aber Sie wollen doch wohl nicht abstreiten, dass Sie für die Nazis Propagandafilme angefertigt haben. Und abgesehen davon, nach meinen Unterlagen, waren Sie seit 1934 in der NSDAP? Propagandafilme. Filme sind doch immer irgendwo Propagandafilme. An welchen denken Sie denn? Karl Peters, da schießen Sie gegen die Engländer. Ich habe lange in England gelebt und ich schätze die Engländer sehr. Aber das heißt doch nicht, dass ich nicht Ihre Kolonialpolitik und die unlauteren Machenschaften, mit denen Sie die deutsche Konkurrenz ausgeschaltet haben, kritisieren könnte. Und sehen Sie es doch mal so rum. Ich wollte Filme drehen und ich wollte in Deutschland bleiben. Da musste ich mich doch irgendwie mit den Nazis arrangieren. Okay. Aber wenn Sie, so wie Sie es ausdrücken, sich mit den Nazis lediglich arrangiert haben, warum wollten die Sie dann töten? Das ist eine lange Geschichte. Der Krieg ist vorbei. Ich habe alle Zeit der Welt. Die Titanic war mein Untergang. Herr Selbin, die Titanic ist vor über 30 Jahren gesunken. Nicht das Schiff, die Titanic. Der Film, mein Film, die Titanic. Die Nazis wollten antibritische Filme haben und da bot sich der Stoff der Titanic wunderbar an. Also wieder ein Propagandafilm. Ach, zumindest haben wir ihn Goebbels als solchen verkaufen können. 4 Millionen Reichsmark haben wir von ihm bekommen. Das ist das größte Filmbudget aller Zeiten und mitten im Krieg noch dazu. Nur, weil wir die Schuld an der Katastrophe dem englischen Reedereibesitzer und dem englischen Kapitän in die Schuhe geschoben haben. Um Großbritannien als Seemacht zu diskreditieren. Jeder Film braucht einen Helden und einen Schurken. Und ein Eisberg ist einfach ein denkbar schlechter Schurke. Aber das ist doch völlig nebensächlich. Im Mittelpunkt des Films steht das größte Schiffsunglück aller Zeiten. Der menschliche Fortschritt mit seiner Technik trifft auf eine Naturgewalt und alle kämpfen ums Überleben. Da ist es doch fast schon kleinlich, das auf die Nationalitätenfrage runterbrechen zu wollen. Mensch gegen Natur und die Natur gewinnt. Das ist in erster Linie Zivilisationskritik. Ein Gleichnis wie der Turmbau zu Babel. Da gibt auch niemand dem Architekten die Schuld oder fragt, welche Nationalität er hat. Aber dieser Turmbau zu Babel, warum war der Goebbels 4 Millionen wert? Um die Heimatfront glücklich zu machen. Für ihn war es ein Gottstrafe-England-Film. What? Was? Die Nazis glauben doch, dass wir den Ersten Weltkrieg an der Heimatfront verloren haben. Das sollte sich nicht wiederholen. Hat ja auch geklappt und jetzt liegt ganz Deutschland in Schutt und Asche. Und was war jetzt das Problem mit der Titanic? Es gab da einen Streit mit meinem Drehbuchautor, dessen Namen ich hier gar nicht erwähnen möchte. Ich habe ihm den Job überhaupt erst verschafft und so hat er es mir gedankt. Berichten Sie davon, warum ging es in dem Streit? Walter, also der Drehbuchautor, war vorgefahren auf die Cap Arcona, das Schiff, auf dem wir drehen wollten. Er sollte dort den Dreh vorbereiten. Das hat er aber nicht getan. Er hat dort mit den Herren Offizieren und den Schauspielern Orgien gefeiert. Nein. Also verstehen Sie mich nicht falsch, nichts gegen Orgien. Aber Walter wusste ganz genau, wie sehr uns die Zeit drängt. Warum? Warum drängte die Zeit? Das Kriegsglück hatte sich gewendet und die deutschen Armeen waren auf dem Rückzug. Es war nur eine Frage der Zeit, bis man uns die Mittel entziehen würde. Jeder Tag zählte. Es war ja schon sehr ungewöhnlich, dass wir überhaupt mitten im Krieg einen so teuren Film drehen konnten, mitsamt Schiff und Marinepersonal. Ja, und ohne die Cap Arcona hätten wir den Film nicht drehen können. Sie ist ja fast so groß wie die Titanic. Und es sollte ein epischer, ein bombastischer Film werden. Das alles habe ich Walter erklärt. Nicht gerade in freundlichen Worten. Und dabei ist mir ein gefährlicher Satz rausgerutscht. Aha. Welcher? Ich sagte,
Es ist ja kein Wunder, dass wir den Krieg verlieren, wenn die Herren Offiziere über Orgien fallen, das ist ihre Pflicht zu tun. Und Walter rennt sofort zu seinen SS-Freunden und petzt. Es war aber auch wirklich das Allerletzte, wie sich diese Offiziere benommen haben. Sie hatten sich in ein paar Statistinnen verguckt und dann haben sie gezielt Sabotage geübt, damit der Filmdreh möglichst lange dauert. Ich habe kein Blatt vor den Mund genommen. Ich habe über die Offiziere hergezogen, über die Marine, über die Partei, über das Reich. Ja, Walter war beleidigt, hat gekündigt und sich bei Goebbels über mich beschwert. Und? Goebbels hat mich zu sich bestellt. Er hat verlangt, dass ich mich entschuldige und öffentlich widerrufe. Was Sie aber scheinbar nicht getan haben. Ich konnte nicht. Es wäre natürlich klüger gewesen. Aber ich war noch immer so sauer auf Walter. Ich wollte ihm diese Genugtuung nicht geben. Und außerdem ging es ja auch darum klarzustellen, dass es nicht meine Schuld ist, dass wir hinter dem Zeitplan hinterherhinken. Und Goebbels, wie hat er reagiert? Ach, Goebbels hat getobt. Degeneriert, abgehoben, entartet halt. Ich habe mir nicht so viel daraus gemacht. Ich dachte, sie brauchen mich ja noch, um den Film fertig zu drehen. Aber ein paar Tage später habe ich gehört, dass ich verhaftet werden sollte. Und da habe ich mich von einem Freund hier einweisen lassen. So konnten die Nazis behaupten, ich sei verrückt geworden und haben ihr Interesse an mir verloren. Den Film hat dann jemand anders fertig gedreht. So bin ich nochmal aus der Nummer rausgekommen, sogar ohne mich zu entschuldigen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich hier noch so viele Jahre sitzen würde. Und was haben Sie gedacht, was passieren würde? Ich habe gedacht, sobald der Film in die Kinos kommt, würde er ein Erfolg werden. Wenn nicht sogar der erfolgreichste Film aller Zeiten. Die Menschen lieben Katastrophen und niemand bringt so ein Massensterben beeindruckend auf die Leinwand als ich. Und dann, wenn der Film ein Erfolg gewesen wäre, dann wüssten die Nazis wieder, was sie an mir haben. Ich würde hier rauskommen, würde meinen Verstand wiederfinden und könnte wieder Filme drehen. Aber der Film war kein Erfolg, wie es scheint. Sie haben ihn nicht gezeigt. Nach all dem Geld und all dem Aufwand hat Goebbels ihn einfach nicht zeigen lassen. Warum? Er hatte Angst, dass das untergehende Schiff die Menschen an das untergehende Reich erinnert. Und mich haben sie hier eingesperrt, weil ich nicht mehr an den Endsieg glaubte. Absurd, nicht wahr? Eine wahrhafte Ironie der Geschichte, Herr Selkin. Ja, und so sitze ich hier seit 4 Jahren und warte darauf, oder passe auf, dass man mir nicht doch noch eine Giftspritze verpasst. Wenn Ihnen permanent die Giftspritze droht, Herr Selbin, warum bleiben Sie hier? Warum gehen Sie nicht einfach? Ich würde ja gehen, wenn man mich ließe. Aber die Schwestern haben ihre Vorschriften. Auch jetzt noch, wo der Krieg vorbei ist. Wissen Sie, da ließen Sie sich vielleicht was machen. Als Sieger machen wir jetzt die Vorschriften. Ja, was muss ich dafür tun? Was hielten Sie davon, wenn Sie für uns einen Film drehen? Ernsthaft? Liebend gern! Warum gerade ich? Naja, nachdem wir den Krieg gewonnen haben, da gilt es jetzt darum, die Herzen der deutschen Bevölkerung zu erobern. Sie sind ein bekannter Regisseur, Sie drehen gute Filme, Sie sind ein Opfer der Nationalsozialisten, Sie sind nahezu perfekt. Danke. Also wieder ein Propagandafilm. Filme sind doch immer mehr oder weniger Propaganda, oder nicht? Gegen die Nazis. Gegen die Kommunisten. Warum gegen die Kommunisten? Sie sind doch keiner, oder? Nein, natürlich nicht, aber Russland war doch ihr Verbündeter. Ein notgedrungener Verbündeter, ja, aber nachdem die Nazis besiegt sind, da ist eben jetzt der Kommunismus der größte Feind der freien Welt. Haben Sie damit ein Problem? Nein, sicher nicht. Die Kommunisten sind mir als Feindbild wohl vertraut und
Ich möchte ja nur wieder Filme drehen. Dann sind wir uns quasi einig. Ja. Und das heißt ja auch, dass endlich noch meine Titanic gezeigt werden kann. Ich fürchte, das wird nicht gehen, Herr Selbin. Warum nicht? Es ist ja schließlich ein Nazi-Propagandafilm, nicht wahr? Ach, die Nazis wollten doch nicht zeigen, dass das Schiff, also das Reich ist untergegangen. Dennoch sind die Engländer in diesem Film die Bösen. Wir schneiden ein paar Szenen raus, dann füge ich ein paar neu gedrehte Szenen ein und schwupps ist das ein antikommunistischer Film. Nein, das könnte schwierig werden. Geben Sie mir 2 oder 3 Drehtage auf der Kap Arkona. Die Kap Arkona ist bei einem Fliegerangriff mit Mann und Maus versenkt worden. Oh. Wie viele Tote? So um die 5000, schätzungsweise. Was? So viele? Die SS hatte einen KZ-Chef daraus gemacht. 5000? Na, das war Krieg, Herr Selpin. Der Krieg. Das sind 3-mal so viele Tote wie bei der Titanic. Das ist tragisch, ich weiß. Verstehen Sie denn nicht? Das ist das größte Schiffsunglück aller Zeiten. Da ist die Titanic ein Witz gegen. Jetzt vergessen Sie doch mal Ihre Titanic. Sie können ja jetzt einen neuen Film für uns drehen. Dreht den Film doch selber! Ja. Herr Selbin, wie darf ich das verstehen? Sie wollen doch einen Film für uns drehen, oder etwa nicht? Wer braucht noch Filme bei so einer Realität? Herr Selbin? Herr Selbin, ich dachte, Schwester! Sie kennen jetzt gleich mit mir. Schwester! Herr Selbin? Ich muss jetzt meine Medikamente nehmen. Sie nehmen doch gar keine Medikamente. Ich muss jetzt meine Medikamente nehmen. Schon gut, kommen Sie. Soll ich Ihnen Frau Bruck gleich reinschicken? Das wäre sehr freundlich, bitte. Frau Bruck? Käthe Bruck, ja. Fantastisch. Setzen Sie sich bitte. Sie wollen mit mir sprechen? Ja. Darf ich fragen, worum es geht? Selbstverständlich. Setzen Sie sich doch. Ich habe nur ein paar Fragen. Ich kann Ihnen helfen. Wenn es sein muss. Vielen Dank. Frau Bruck, ich komme gleich zur Sache. Wir sind hier über Ihre Einweisung gestolpert, einer Test, das offenbar von der Gestapo erwirkt wurde, mit einem, wie wir finden, sehr fragwürdigen Inhalt. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie gesund sind, das heißt geistig? Natürlich bin ich gesund. Ich bin das Opfer einer Verschwörung. Ja, es hat den Anschein. Die Nazis wollten Sie wohl aus dem Weg räumen? Nein, nicht die Nazis. Die wurden doch nur benutzt. Das waren üble Machenschaften. Und wer war es dann? Das Verräterschwein Wilhelm Canaris. Canaris? Ja, Canaris. Der Chef meines Mannes. Ich weiß, wer Canaris war. Der ehemalige Chef des deutschen Geheimdienstes. Na, wissen Sie auch, dass er ein Verräter war? Dass er wollte, dass Deutschland den Krieg verliert? Wir haben einige Informationen, die in diese Richtung deuten, ja. Nein. Wer ist eigentlich wir? SSU. Sein. Strategic Service Unit. Die Nachfolgeorganisation vom OSS? Geheimdienst, amerikanisch. Nein, nicht schon wieder. Was meinen Warum Sie? Warum können mich die Geheimdienste nicht einfach in Ruhe lassen? Was habe ich denn getan? Frau Bruck, ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Ich stelle nur ein paar Fragen. Ja, das hat der von der Gestapo auch gesagt. Ein paar Fragen bezüglich Ihres Mannes, genau genommen. Mein Mann? Hat er den Krieg überlebt? Ja. Es geht ihm gut. Was wollen Sie von ihm? Wir werten derzeit die deutschen Geheimdienstinformationen aus und da müssen wir klar haben, ob Ihr Mann als Quelle vertrauenswürdig ist. Mein Mann, Ex-Mann, ist an sich eine ehrliche Haut, vielleicht etwas zu schwach. Ein Feigling, ja, aber an sich kein Verräter. Wie meinen Sie das? Naja, wenn es drauf ankommt, dann schaut er lieber weg, als seinen Kopf zu riskieren. Deswegen hat er mich aufgegeben. Ich konnte halt nicht wegschauen. Es ist doch die Pflicht
eines jeden Bürgers einzuschreiten, wenn man eine Schweinerei bemerkt. Was soll denn sonst aus der Welt werden? Also denken leider die wenigsten. Frau Bruck, sagen Sie... Kein Wunder, dass wir den Krieg verloren haben. Das ganze System war korrupt, Fusch und Verrat an allen Ecken. Der Führer hatte keine Chance. Kann es sein, dass Sie in der NSDAP waren? Nein. Ich habe mich immer aus der Politik rausgehalten. Hab das meinem Mann überlassen. Ex-Mann. Aber den Führer fanden Sie schon gut, offenbar. Ich weiß nicht, ob es richtig war, einen Krieg zu ziehen. Aber ich glaube schon, dass er das Beste für Deutschland wollte, ja? Er hat die Deutschen vereint. Einheit ist was Gutes. Wir Menschen sollten alle mehr zusammenhalten und unsere Pflicht erfüllen. Und Ihr Mann, denkt er genauso? Früher schon. Doch nach Dänemark ist er anders geworden. Aha. Was ist denn in Dänemark passiert? Er hat damals die Weserübung mit vorbereitet. Also die Besetzung Dänemarks. Die lief ja wie am Schnürchen und mein Mann wurde sehr für seine Arbeit gelobt. Doch wurde er auch Zeuge mehrerer unnötiger Übergriffe seitens der SS gegenüber der Zivilbevölkerung. Und das fand mein Mann, Ex-Mann, das fand mein Ex-Mann nicht korrekt und meldete die Vorfälle. Er war sich sicher, dass die Täter bestraft würden. Er wusste ja, wie wichtig Disziplin in der Truppe ist. Stattdessen bekam er die Probleme. Was ihm denn einfiele, die Sieger in den Dreck zu ziehen wegen ein paar dänischer Zivilisten? Seine Eignung für seinen Beruf wurde in Frage gestellt und seine Gesinnung. Das hat ihn tief getroffen. Er ist ja ein Patriot und hat immer äußerst korrekt gearbeitet, aber dass jetzt an seiner Gesinnung gezweifelt wurde, das hat ihn maßlos frustriert. Und eines Tages, als er im Amt auf dem Flur auf eine Besprechung wartete, bekam er ganz zufällig ein paar Gesprächsbrocken zwischen seinen Kollegen mit. Wirklich ganz zufällig. Er saß direkt hinter der Ecke und die hatten ihn zu spät bemerkt. Was hatte er da gehört? Es ging um die heimliche Kontaktaufnahme mit dem Feind. Anscheinend ist der Feind vor der kommenden Invasion gewarnt worden. Hochverrat! Welcher Feind? Die Dänen, denke ich. Wissen Sie noch, wie die beiden Mitarbeiter hießen? Müller und Schmidt-Huber. Mein Mann war ganz außer sich, als er mir davon erzählte. Aber zu meiner Überraschung wollte er den Vorfall nicht melden. Er sagte, du hast ja gesehen, was das bringt. Und so gestritten. Er habe seine Lektion in Dänemark gelernt und wolle sich nicht einmischen. Ich war so enttäuscht. Das war nicht mehr der mutige Geheimdienstoffizier, der sein Leben fürs Vaterland opferte. Nein, auf einmal war ich mit einem Feigling verheiratet. Das konnte ich so natürlich nicht stehen lassen. Also schrieb ich selbst einen Brief. Ich meldete diesen Vorfall in diesem Brief ganz klein und in jedem Wort ganz wörtlich. Eine Kopie des Briefes schickte ich an den Chef des Geheimdienstes und eine Kopie an den Chef des Sicherheitsdienstes. An Heidrich und Canaris, persönlich. Ich habe mich so gut dabei gefühlt. Ich dachte, Kette, heute hast du was Wichtiges richtig gemacht. Ich konnte ja nicht wissen, dass Canaris selbst der Verräter war. Und der Hund, oder besser die Schlange, schrieb dann selbst einen Brief an seinen Freund Heidrich und hat ihn vor mir gewarnt. Er hat einfach behauptet, ich sei verrückt und mein Brief sei zu ignorieren. Und eines Abends kam mein Mann von der Arbeit wieder und war ganz bleich vor Zorn. Was hat er getobt? Ob ich ihm sein Leben ruinieren wolle? Er war natürlich von vornherein gegen den Brief. Aber ich habe es mir nicht verbieten lassen. Man hat doch die Aufgabe, mitzudenken. Man hat doch die Pflicht, die Führung auf Fehler hinzuweisen, wenn man nur im Zweifelfalle sich Befehle zu widersetzen, auch wenn man merkt, dass sie falsch sind. Auch wenn man dafür ein Opfer bringen muss. Naja, Canaris hat in dem Fall gewollt, dass ich das Opfer war. Ich weiß, man soll sich nicht über den Tod eines Menschen freuen. Aber als sie Canaris erwischt haben, habe ich mich schon gefreut.
Heraus hat es mich trotzdem nicht gebracht. Alle sind sich einig, dass ich irre bin. Da steht's ja auch, schwarz auf weiß, irre. Sogar meinen Mann haben sie davon überzeugt, mich als verrückt zu erklären. Das war ein Schlag. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Wenn er seine Karriere retten wolle, müsse er sich scheiden lassen. Und scheiden lassen geht ja nach deutschem Recht nur, wenn ich als verrückt erklärt werde. Ja, da hat er halt mitgemacht. Ausgerechnet er, der von allen am besten wusste, dass ich nicht verrückt bin. Ich sei selbst schuld. Ich hätte den Brief nicht schreiben sollen. Er hätte mich ja gewarnt. Alles zu mir gesagt. Aber in die Augen schauen dabei konnte er mir nicht. Das ist meine Geschichte. Seitdem sitze ich hier rum und gucke zu, wie alles den Bach runtergeht. Dieser Brief, von dem Sie sprachen, Frau Bruck, es gab keinerlei Untersuchungen infolgedessen. Der SD hat ihn einfach ignoriert. Doch. Ein junger Offizier der Gestapo hat mich verhört. Ich dachte, jetzt wird alles gut. Er war so jung und aufgeweckt. Er stellte die richtigen Fragen. Mir kam die Sache auch sehr komisch vor. Endlich wurde ich ernst genommen und ich dachte, er glaubt mir. Aber? Es ist nichts. Es ist einfach nichts passiert. Ich weiß natürlich auch nicht, was er in seinem Abschlussbericht geschrieben hat, aber anscheinend nichts, was mir irgendwie geholfen hätte. Ich habe es nicht verstanden. Er war doch bei der Gestapo. Aber aus irgendwelchen Gründen hat er die Verräter gedeckt. Wahrscheinlich war er selbst ein Verräter. Warum er dann zur Gestapo gegangen ist, wenn er nicht an die Sache der Nazis geglaubt hat, das ist mir bis heute schleierhaft. Wie hieß der Mann bitte? Keine Ahnung. Und weiter? Dann wurde ich noch kurz von einem Arzt untersucht. Aber der hat mich kaum angeguckt. Das hat keine 5 Minuten gedauert. Und als ich ihm versucht habe zu erklären, dass ich das Opfer einer Verschwörung bin, da lächelte er nur mitleidsvoll, setzte seinen Haken und damit war ich dann offiziell irre. Seitdem gelte ich als irre, egal was ich sage, was ich tue. Halten Sie mich auch für irre? Ich halte Sie nicht für Ihre, nein, keineswegs. Glauben Sie mir, dass ich das Opfer einer Verschwörung war? Es deckt sich zumindest mit unseren Informationen, Frau Bruck. Frau Bruck, hören Sie, ich bin mir sicher, ich habe Sie bald hier raus. Um jetzt aber nochmal auf Ihren Mann zu sprechen. Nein, der war kein Verräter, auch wenn er Sie gedeckt hat. Sie können ihm vertrauen. Was mich viel mehr interessiert, Ihr Mann, hat er sich jemals mit Sympathie über die Kommunisten geäußert? Nein, was für eine Frage. Und hat Canaris oder hat einer der anderen Widerstandskämpfer Kontakte zu Kommunisten unterhalten oder mit dem Kommunismus sympathisiert? Widerstandskämpfer? Sie meinen wohl Verräter. Für uns sind es ja Widerstandskämpfer. Sie haben ja schließlich für eine gute Sache gekämpft. Ich habe nicht recht. Erstens haben Sie Ihr Land und Ihre Kollegen verraten. Und zweitens haben Sie nicht gekämpft, sondern Lügen verbreitet. Sie haben frühzeitig erkannt, dass das nationalsozialistische Regime ein Terror- und Unrechtsstaat war und haben mit Ihren Mitteln versucht, es zu bekämpfen, Frau Bruck. Ach, und das, was Sie mit mir gemacht haben, war wohl kein Unrecht, mich hier einsperren zu lassen? Frau Bruck, mit Ihrem Brief waren Sie Canaris gefährlich geworden. Er musste sich schützen. Sich schützen? Er hätte doch auch einfach zu seiner Kritik stehen können, wenn ihm was nicht gepasst hat, so wie ich es auch gemacht habe. Aber Sie haben doch auch gesehen, wie mit Ihnen verfahren wurde. Offene Kritik hätte Canaris gar nicht geholfen. Mit mir wurde so verfahren, weil Canaris gelogen hat. Frau Bruck, ich bin mir sicher, dass Sie keine allzu großen Sympathien für Canaris hegen. Aber bitte glauben Sie mir, die Nazis waren die Bösen. Canaris hingegen einer der Guten. Wie dem auch sei, ich bin ohnehin nur hier, um herauszubekommen, ob Ihr Mann vertrauenswürdig ist oder nicht. Ihr Mann. Ex-Mann. Sie würden also meinem Ex-Mann auch vertrauen, wenn er ein Verräter wäre? Ja. Dann können Sie ihm wohl nicht vertrauen. Er war nämlich kein Verräter, sondern ein Nazi. Er war ja in der Partei. Das mag ja sein.
Aber hat er nicht Sympathien für den Kommunismus gehabt? Ich dachte, die Nazis sind die Bösen. Und jetzt spielt es keine Rolle mehr, ob er in der Partei war? Frau Bruck, die Nazis waren die Bösen. Jetzt sind es die Kommunisten. Wir müssen uns nur mit den Nazis zusammentun gegen den Kommunismus. Wir müssen uns aber auch vor Verrätern schützen. Also sind doch die Verräter die Bösen. Ja, aber doch nur die kommunistischen Verräter. Also jetzt, da der Krieg vorbei ist, da sind sie eben kein Nutzen mehr, sondern eine Gefahr. In Ordnung, mit den Bösen von gestern gegen die Freunde von gestern zusammenzuarbeiten. Wenn es der guten Sache dient, ja. Woher wollen Sie das denn noch wissen, was gut und was böse ist, wenn sich das so schnell ändert? Da muss man halt am Ball bleiben, Frau Bruck. Ja, und sich rechtzeitig wegducken. Was wollen Sie denn damit andeuten? Wäre es nicht einfacher, das zu tun, was einem menschlich richtig erscheint? Kann man an Ihnen ja ganz gut sehen, wohin ein das bringt, nicht wahr? Wollen Sie damit sagen, ich sitze zu Recht in der Irrenanstalt? Nein, ich bin ja hier, um Ihnen zu helfen, Frau Bruck. Und wie? Das sollte in Ihrem Fall ja nicht allzu schwierig sein. Sie sind ja schließlich ein Opfer der Nationalsozialisten. Sagen Sie mal, haben Sie mir nicht zugehört? Ich bin das Opfer der Verräter. Scheinbar. Aber eigentlich sind Sie ein Opfer der Nationalsozialisten. Ach, eigentlich? Eigentlich, ja, das ist, was Sie hier herausbringt. Sie sind ein Opfer der Nationalsozialisten. Aber es ist gelogen. Ich bin das Opfer einer Verschwörung. Dann lügen Sie eben. Wollen Sie hier raus oder nicht? Lügen haben mich hier reingebracht und jetzt sollen Lügen mich hier rausbringen? Es ist ja nicht wirklich gelogen. Es kommt doch immer darauf an, wie man es betrachtet. Natürlich ist es das! Ich bin das Opfer einer Verschwörung, nicht der Nazis! Jetzt beruhigen Sie sich mal, Frau Bruck. Sie klingen ja wirklich schon halb verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin das Opfer einer Verschwörung. Sie sind offenbar das Opfer einer Verschwörung. Ich bin das Opfer einer Verschwörung. Ja, Frau Bruck. Ich bin das Opfer einer Verschwörung! Ich bin das Opfer einer Verschwörung! Frau Bruck! Kommen Sie. Ich weiß wirklich nicht, warum sie sich so aufgeregt hat. Entschuldigen Sie bitte. Das wollte ich jedenfalls ganz sicher nicht. Ja, das kann hier manchmal ganz schnell gehen. Sie haben sich wohl etwas anderes erhofft von Ihren Gesprächen? Allerdings. Die beiden wirkten anfangs eigentlich ganz normal. Sind es irgendwie auch. Wenn die ganze Welt verrückt ist, ist es schwer zu sagen, was normal ist. Aber ist es dann überhaupt richtig, Sie hier einzusperren? Vor den beiden muss die Welt ganz sicher nicht geschützt werden. Eher andersrum.